Ich habe das schon auch letztes Mal gesagt, dass so eine Gehaltserhöhung unbustiös ist, während Menschen nicht wissen, wie sie heizen können, wie sie ihre Miete zahlen können, wie sie über die Runden kommen, ist es eigentlich unbustiös, wenn sich Politiker jetzt noch selbst eine hohe Gehaltserhöhung geben. Eins möchte ich auch noch erwähnen, weil ich es nämlich versprochen habe im letzten Neujahrswechsel-Interview mit Ihrem Kollegen, dass ich meine Gehaltserhöhung von damals, gegen die ich mich ja nicht wehren kann, aber spenden werde. Und genau das habe ich gemacht. Wäre auch meine Frage gewesen, ja, an wen haben Sie es gespendet? Ich habe eine ganze Spendenliste da, da sind auch einige Auszüge dabei. Zum Beispiel einer Mindestpensionistin, die hat sich das Leben nicht mehr leisten können. Am Ende des Monats habe ich gespendet. Eine Familie, die musste umziehen aufgrund einer drastischen Mieterhöhung von der Stadt Wien. Und die konnten sich nicht einmal den Umzug leisten. Da habe ich denen den Umzug gezahlt. Bei einer Familie habe ich die Stromrechnung übernommen, weil die dort in massiven Rückstand geraten ist, weil die Wien Energie einfach auch hier mit einem roten Missmanagement die Leute abzockt. Und so weiter und so fort. Also ich habe meine Hausaufgaben getan und was ich verspreche, halte ich auch und habe die Gehaltserhöhung auch gespendet. Das werde ich auch in Zukunft so tun.